Und was sind die Kriterien jetzt eines wirklich guten Espressos? Das ist erstmal dein Geschmack. Also es gibt völlig unterschiedliche, völlig unterschiedlich angebaute und auch unterschiedliche Sorten auf der Welt, die eine Geschmacksvielfalt haben, die sehr viel größer ist als die von Weinen. Du würdest mich ja niemals fragen, welches ist der beste Wein? Nee. Ne? So, aber Kaffee ist doppelt so komplex in den Aromen. Und das lernt man gerade wieder neu, nachdem wir jahrzehntelang kaffeemäßig nicht gerade verwöhnt worden sind in Deutschland und schlechten Kaffeemischungen auch nur hatten. Und zurzeit gibt es die, die Bewegung, dass man Spezialitätenkaffees kauft, abhängig davon, wo wurde er angebaut, wie wurde er danach aufbereitet und von wem geröstet. So wie es auch bei einem Jahrgangswein ist. Ja. Und das entscheidet dein Geschmack, das kann ja niemand vorher sagen.